Und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Pucci und Yoshis Woolly World. Ja, heute geht's los mit Welt 4-5. Vorhang auf mit Affenzahn. Und ja, bei dem Level müssen wir uns wohl anscheinend an Vorhänge hängen. Genau, das ist so ein Level. Richtig cool. Auch richtig spaßig. Und vor allem mal was anderes, ne? Ich glaube, hier hängt man sogar größtenteils an den Vorhängen. Wenn nicht sogar die ganze Zeit. Und das finde ich halt sau cool. So eine Levelart, ne? Das, wie gesagt, ist mal was komplett anderes. Und ist einfach mega spaßig. Wie ich zumindest finde. Also schnelles Reaktionsgedöns mag ich ja doch recht gerne. Ne? Wie ihr vielleicht wisst. So was mag ich gern, wenn man schnell reagieren muss. Ah, na hoppla. Ja, mag ich einfach gern. So was, ne? So voll auf Turbo und so. Das ist mein Ding. Das ist mein Ding. Na ja, hoppla, aber zwei Blümchen habe ich trotzdem schon verpasst. Na gut. Ja. Verpasst natürlich bei so einem Level im Sinne von. Ja, wirklich verpasst und nicht übersehen, weil ich glaube, übersehen kann man in dem Level hier tatsächlich nichts, ne? So das meiste sieht man in so einem Level natürlich direkt, ne? Man muss eben nur schnell genug reagieren können, sage ich mal, ne? Das ist das Einzige bei solchen Leveln, ne? Das schnelle Reaktionsvermögen. Ne, vom Spieler. Das wird hier eben ein bisschen getestet. Bisschen gefordert. Ah, klar. So, da, das Blümchen nehme ich jetzt aber mal mit. Dass ich hier auch mal ein Blümchen habe. Ah, schon das vorletzte. Ja, GG. So, und jetzt geht's sogar zurück. So, und jetzt wieder vorwärts. Und dich möchte ich auch haben. So, ist das vierte. Jawohl. Wow. Hui. Ja, das macht aber auch Spaß. Mega geiles Level. So. Alle 5 Wollknäuel. Das ist nice. So, und jetzt hier nochmal richtig schöne Perspektive. Ja, die Kamerafahrt, die ist auch so geil, ne? Ich finde. Oh, wow. Das war ein tolles Level. Oh, das hat mir gefallen. Oh, sowas liebe ich, ne? Sowas liebe ich. So richtig schnell reagieren und so. Bam, bam, bam. Das ist einfach toll, ne? Einfach mal schnell reagieren müssen und fertig. Das ist auch mal toll, ne? So ein Level. Also mir gefällt sowas richtig gut. Natürlich, wie gesagt, ist sowas auch oft etwas schwieriger, eben weil so schnell alles kommt, so zack, zack, zack. Hier musst du reagieren, da musst du reagieren, hier und da. Da das sammeln, das musst du einsammeln, da hier musst du da reagieren, da musst du springen. Aber ich mag sowas echt gerne. Und, oh ja, an das Level erinnere ich mich auch noch. Hier erscheinen die Plattformen tatsächlich nur hinterm Boden. Und was hier auch besonders ist, die Gegner, die können wir hier auch nur, ja, hinterm, ne, vorm Vorhang besiegen, weil sie sonst zu böse sind. Auch richtig cooles Levelsystem, ne? Das ist schon cool. Ja. Das ist echt cool. So, hier warte ich aber kurz, bis das wieder zurückkommt. So. Jawohl. Ja, also quasi muss man immer hinterm Vorhang bleiben, so ziemlich. Ne? Oder zumindest sehr oft. Weil da eben die meiste Zeit ja, die Plattform sind. Ne? Und was gibt's hier oben? Hier gibt's auch noch mal so einen Wollknäuel. Nice. Und dann ist der Raum auch schon geschafft. Ja, geil, oh. Und Checkpoint. Ja, nice. Das freut mich natürlich. So ein schöner, knackiger Checkpoint. Der schmeckt mir doch relativ gut, der Checkpoint. So.
So, hier noch. Ah, hier können wir jetzt gar keine Wolle rausholen, oder wie? Wie ist denn das jetzt hier? Ah ja. So, hier oben gibt es noch ein paar Juwelen. Okay. In Ordnung. So. Was gibt's hier oben? Was gibt's hier oben? Hier gibt's ein paar Scheigeist. Oder Geistscheiß oder Scheigeister. Oder so. Und auch wieder ein Wollknäuel. Nice. Das ist schön. Bisher läuft's doch gut, würde ich mal sagen. Wow. Wow. Bisher läuft's doch gut, würde ich sagen. Ja, läuft sehr gut, ne? Ich wäre gerade nur fast gestorben, aber läuft gut. Ja, fast gestorben, ne? Fast heißt eben nicht. Mhm. Bin einfach zu krass. Ich sterbe einfach nicht, ne? Ich sterbe einfach nicht. Könnt ihr euch abschminken, wie ich schminke. Ich werde nicht sterben, nee, nee. Oh, warte. Oh, da habe ich ein Seil gesehen. So, warte mal. So, Seil, komm her. Kommt es jetzt? Jawohl. So, was gibt es hier oben wieder? Aha, Juwelen. Interessant. Okay. Ja, ist in Ordnung, würde ich sagen. So. Und jetzt hier hochklettern. So, dann komme ich auf der Seite raus. Genau. In Ordnung. So, gibt es hier rechts noch was? Nee. Aber hier gibt es noch diese Tür, ne? Interessant. Sehr interessant, wie ich finde. So, was muss ich hier? Hier muss ich jetzt relativ schnell hoch, oder? Ne? Kommst du wieder? Ja, okay. Es kommt alles wieder. Gott sei Dank. So. Und hier gibt es ein Blümchen. Okay. In Ordnung. So. Und dann wieder durch die Tür. Geht klar, würde ich sagen. So. Geht in Ordnung. So, na klar. Ja, auf die Gegner muss man aufpassen. Also hinterm Vorhang. Sag ich mal, ne? Oh, und da gibt es noch ein Seil. Ich sehe schon, das sind ziemlich oft Seile da oben. Ne? So, jawohl. Und was gibt's da? Ein Schlüssel. Aber für was? Für was ist der Schlüssel? Warum machst du eine Stampfattacke? Ich hab nicht eine Stampfattacke gemacht. Ich hab nicht nach unten gedrückt. Oh Mann, wir sehen uns gleich, Leute. Oh Mann, ey. Was ein Tod. Für den konnte ich nichts mal was. Weil er einfach dachte, oh, ich mache jetzt random eine Stampfattacke. Habe ich jetzt Lust drauf. Arschloch. Böser Yoshi. Böser Yoshi. Mann, ey. Einfach nur böse, ey. Ehrenlos, ja. Ehrenlose Aktion von Yoshi. Finde ich nicht in Ordnung. Wow. Wow. Ah, oh, hier muss ich jetzt aber aufpassen. Ey. Also da könnte ich mir jetzt wirklich vorstellen, dass ich nochmal sterbe. Krieg ich ein paar Herzen. Oh, danke. Alter. Hier geht's ja ab. Mensch. So. Okay, aber ist das vierte Wollknäuel? Nice. Ist das jetzt ein ewig langer Bonusraum einfach nur? Oder wie? Wie darf ich das verstehen? Wie darf ich das deuten? So. Jawohl. Aber da wird man ja schon ein bisschen nervös. So. Na hoppla. Oh, und da war sogar noch das letzte Wollknäuel. Und das habe ich nicht gesehen. Das habe ich jetzt durch Zufall eingesammelt. Ich konzentriere mich gerade nur auf so Überleben, ne? Das ist ja, boah, ist ja schlimm gerade.
So, hier gibt's auch noch ein Seil. Könntest du da? Oh, was machst denn du? Oh Mann, ey. Was eine Scheiße. Oh Mann, ey. Naja, passiert. Wenn er sich nicht festhält, kann ich auch nichts dafür. Das ist manchmal das Blöde bei diesen Seilen, ne? Aber lässt sich manchmal nicht richtig festhalten. Beziehungsweise, ja, ist mit dem Schiebepad, ist es ein bisschen. Bisschen ungenauer, sage ich mal. Bisschen ungenauer. Als jetzt bei einem richtigen Joystick. Aber okay, ich würde sagen, wir zocken heute auch mal wieder zum Abschluss noch ein Pucci-Level. Und zwar Kraxel-Klettermasche. Mal schauen, was wir da so leisten können. Ne, das ist das Pucci-Level von der dritten Welt. Und, ah, das ist mit diesen Bounce-Dingern. Coole Sache. Ja, schauen wir mal, ne. Schauen wir einfach mal, dass wir hier auch alles hinbekommen, würde ich sagen. So. Ich hoffe, ich nehme jetzt einfach mal den richtigen Weg. Ich weiß es ja nämlich nicht. Aber auch wieder cool gemacht. So. Jawohl. Ah, hoppla. Da war jetzt wohl das falsche Timing am Start. Ja, hoppla. Okay. Da habe ich ein Schnuffelchen verpasst. Aber wenigstens weiß ich jetzt Bescheid, wo der ist. Ah, Mann! Und da bin ich eh tot. Ja, okay. Okay, dann nochmal. So. Auch in Ordnung. Ne? Auch in Ordnung. Hoppla. Aufpassen, ich darf keine. Ich darf das nicht verlieren, meine Sachen. Ist ja böse. So. Jawohl. Ah, die Pucci-Level, die mag ich auch gerne. Muss man auch schnell reagieren, ne? Habe ich ja schon gesagt, dass ich sowas mag. So. Boah. Oh, den habe ich jetzt aber ganz knapp bekommen. Alter Vater. Den habe ich ja jetzt wirklich ganz knapp bekommen. Holy shit. Hohohoho. Jetzt auf so einem Wolken-Typ. Auf so einer Wolkenplattform. Alter Vater. Wo ist denn der? Wo ist denn eigentlich der dritte Pucci? Habe ich den schon verpasst? Oh, den habe ich verpasst. Oh Mann, oh. Wo ist denn der? Sorry, Leute. Ich habe das Level jetzt noch ein paar Mal gespielt. Ich finde das dritte Schnuffelchen gerade irgendwie nicht. Aber da wir eh keine 100% machen, ist es mir jetzt eigentlich auch egal. Ja, Leute, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Like, Abo oder Kommentar freuen. Und ansonsten danke ich mal wieder fürs Zuschauen. Und tschüss.